Hallo und willkommen zurück zu Cold Inside. Ich war am Überlegen, ob ich überhaupt noch eine Folge aufnehme nach der letzten. Denn ich musste mich erstmal seelisch beruhigen. Das fängt ja schon gut an. Ah, hier ist... Oh, Gott sei Dank, hier ist wieder Licht. Oh, puh. Ah, Alter. Puh. You can move objects, walk up to the box and push it. Achso, to the box. Hier. Hä? Was für eine Box? Was für eine Box? Die Box hier, oder was? Das hätte ich eher wissen müssen, dass ich dahinter stehe. Du bist gestorben. Ja gut, das hätte ich ja mal eher wissen müssen, dass ich hinter dem Ding stehe. Hinter der Box stehen muss. Das weiß man ja alles nicht. Ja, schon wieder diese ekligen Viecher. Hä, das Spiel speichert ja doch, oder nicht? Das ist merkwürdig. Die Viecher kommen nicht mehr. Okay. Es wird sich nicht öffnen lassen. Es war so schön Licht da. Es war hinter dieser Tür so schön hell. Das Ranken? Ich bin mir nicht sicher, oder... Oh, hi! What's going on? Hm. Ja. Da kann man reingucken. Hallo! Es wäre lustig, wenn ein Hallo zurückkommen würde. Wo kommen wir denn jetzt hin? Alter, aber wie cool das aussieht. Alter, boah, das... Boah, das stinkt hier. Oh, ich komme gerade ein bisschen vor wie bei Half-Life. Was läuft denn da? Ja, wo muss ich hin? Puh, das war knapp. Oh nein, irgendwas läuft da. Wieso verfolgen wir das denn? Okay, ich gehe aber erstmal da gucken. Voll Fire Exit, ja. Gucken wir mal beim Fire Exit. Wir haben wahrscheinlich ein paar Secrets schon vergessen oder verloren. Beziehungsweise nicht verloren, aber wahrscheinlich vergessen. Okay, toller Fire Exit. Der Fall zeichnet doch noch hier, ne? Das soll ein Fire Exit sein. Ja gut, wenn alle hier sich treffen, dann wahrscheinlich. So. Na gut, dann wollen wir mal.
Schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden, oder? Ich würde sogar behaupten, dass das dieselben Sounds sind wie bei Half-Life mit dem Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz, Holzi, Holzi, Holz. Noch mache ich lustige Sprüche. Ich bin doch gut drauf. Die Folge hat doch gerade erst angefangen. Ich zertrümmer jetzt alles. Oh. Oh, eine Nachricht. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Oh mein Gott. Das heißt, es wird mal wieder Zeit für den Übersetzer. So, gucken wir doch mal. Warte. Na. Nee, warte mal. Moment. Wieso? Ich glaube jetzt hat das. So. Sorry, nochmal. Wie gesagt, ich bin im Englischen nicht so mächtig, kann nur noch Schulenglisch, bis auf ein paar Brocken. So, eine Notiz eines Wissenschaftlers. Wir haben einen Fehler gemacht. Nachdem wir die neue Dimension erbracht haben oder nachdem wir die neue Dimension gegangen sind. Wir hatten nicht genug Daten, aber die Basses entscheiden, dass es Zeit war, mit dem Bau zu beginnen. Die meisten Mitarbeiter waren nicht bereit, sich dem ernsthaften Widerstand der Einheimischen zu stellen. Fast alle Soldaten und Wissenschaftler sind tot. Bald bin ich an der Reihe. Es scheint nicht möglich zu sein, zur Erde zurückzukehren. Okay. Das heißt, die haben also eine Art Portal gebaut. Verstehe ich das richtig, ja? Und dort ist noch was entkommen. Ja, man sollte aufhören, sowas zu forschen. Das kann nie gut sein und nicht gut heißen. Naja, gucken wir mal. Da ist eine Figur, ich sehe sie. Ich will dahin, ich will sie haben. Ich weiß nicht, was sie bringen. Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen. Kann ich? Geht das? Habe ich jetzt einfach, weil es so danach aussah, als würde es so funktionieren. Okay. Manchmal bin ich auch schlau, auch wenn ich nicht so aussehe. Gut, ja, dann gucken wir mal. Wo geht's weiter hier? Oh, die armen Leutchen hier. Was ist denen widerfahren? Wahrscheinlich dasselbe wie wir. Ich glaube, da kommt... Hier rein komme ich noch. Okay, können wir nichts machen. Ich dachte, vielleicht können wir eine Sicherung oder so rausholen, damit das hier aufhört mit den Funken. Okay, das sieht aber schon verdammt gut aus. Also, ich finde das, also die Cry-Engine, viel zu wenige Spiele nutzen tatsächlich die Cry-Engine. Die ist so gut. Oh, noch ein Secret. Ja, nice. Secret Hunter hier, oder was? Hallo und herzlich willkommen bei Secret Hunter. Ja, wie kommen wir denn da durch jetzt, sag mal? Müssen bestimmt, oder warte mal, kann ich? Kann ich da einfach draufhauen? Da fehlt auch ein Schalter. Irgendwas müssen wir machen. Frage ist nur was. Also durchlaufen sterben wir mit Sicherheit. Der Sicherungskasten ist nicht umsonst da, würde ich jetzt behaupten. Oder kann ich irgendwas aufdrehen? Nee. Puh.
Boah, die letzte Folge, Alter. Wie peinlich. Ich bin so gespannt, wie das in der Webcam aussieht. Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen wir jetzt wieder zurück? Aber warum? Irgendwas finden? Ein Schalter oder so? Ne, da kommen wir nicht rein. Da sind wir zu groß für. Ja. Hallo? Hier war da so ein Storage-Raum, ne? Hier bei dem. Hat der irgendwo so einen Schalter hier rumliegen? Hast du zufällig einen Schalter für mich, Kollege? Anscheinend nicht. Ja. Gut, aber so, jetzt, so weit zurück würde mich jetzt wundern. Dass wir jetzt so weit zurück müssten. Da kommen wir ja nicht zurück, da ist ja schon, aber ich glaube nicht. Weil so lange hatten wir auch bisher noch nie ein Item behalten. Würde ich jetzt behaupten, außer die Keycard vielleicht. I got the key, I got the secret, I got the la 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 la. So. Ja, jetzt ist entspannt, ne? Ich bin ein bisschen, ja, ein bisschen erleichtert, dass es gerade ein bisschen ruhiger ist. Sagte er 2 Minuten später. Ah! So. Muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt gerade ein bisschen beruhigt, dass es ein bisschen ruhiger ist, das Game, dass es ein bisschen Verschnaufphase ist. Ich mag es auch nicht, wenn so Horror-Games immer nur so permanent Jumpscares hat. Das ist echt eine gute Mischung hier, muss ich sagen. Oder ist hier was hinter? Ah! Aha! Da war es gewesen. Die Paletten waren nicht umsonst da. Also doch nicht der Sicherungskasten, wie ich erst dachte. Zu langsam? Hä? Was? Oh, lauf, 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 lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Alter, was war das denn für eine Kreatur? Oh Gott, 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 oh Gott. Das wird ja lustig. Ich glaube, wir haben Kapitel 2 abgeschlossen. Glaube ich zumindest. Level 3. Katakomben. Und wo bin ich jetzt? Das ist ein absoluter Albtraum. Was für eine Hölle. Was für ein... Oh Gott. Wir haben keine Taschenlampe, wir haben nichts mehr. Wir sind wieder in irgendeiner anderen Dimension. Nein, wir haben einen Glowstick. Und wir sind jetzt in den Katakomben. Wie gut ist das Spiel bitte? Oh nein, die Fleischpeitsche. Da ist irgendetwas in der Dunkelheit. Du hast doch gerade gesehen, Mann, dass da ein Wurm war. Ein überdimensionaler Wurm. Aber wie gut ist das Spiel bitte? Ich meine, ja, es ist ein bisschen cringy so, ne? Mit ein paar Animationen, aber
Ich finde die Atmosphäre toll, ich finde die Grafik gut und das Ganze für 3,99 für 4 Euro. Normalerweise kostet es, glaube ich, 6,99, also 7 Euro. Also ganz ehrlich, unterstützt die Entwickler, kauft das Spiel, damit wir noch viel, viel mehr davon sehen. Also die CryEngine ist sowas von cool, wie gut die einfach hier so auch die Lichtumgebung, die Lichtstimmung, die Grafik, wie das aussieht. Die Engine ist halt großartig. Es sollten viel, viel mehr Leute mit der Engine arbeiten. Man sieht ja das beste Beispiel, guckt euch Hunt Showdown an, wie gut Hunt Showdown einfach aussieht. Alter. Ist hier ein Secret? Komm, hier ist doch bestimmt... Ja, ich wusste es doch. Lieber Entwickler. Ich weiß doch nicht, wie viele Leute das hier gemacht haben, ob das nur einer gemacht hat oder so. Aber es ist halt so großartig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wir haben wieder was zu lesen. Warte mal, da machen wir doch erstmal den... Nein, 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 nichts. Unterhaltung. Vielleicht Unterhaltung. Bling. Hallo? So. Notiz eines Wissenschaftlers. Ich weiß nicht, was in unserer Berechnung nicht stimmt, aber... Einige der Gebäude und Kreaturen wurden zur Erde teleportiert. Mein Assistent und ich bewegen uns zum Ausgang der Katakomben. Ich habe die Aufräumgruppe angerufen. Ich hoffe, sie werden so bald wie möglich hier sein. Kreaturen? Einige Gebäude und Kreaturen... wurden zur Erde teleportiert. Klingt ein bisschen wie Doom. Apropos Doom. Doom 3 kommt in VR, ne? Holy Jesus. Alter. Doom 3 war ja auch echt gruselig. Fand ich persönlich. Fand ich persönlich. Oh, ich glaube, wir sind gestorben. Und das großartig. Dachte erst, wir müssen da runter oder so. Oh nein. Hallo? Ich kann da nicht springen. Also wir müssen, glaube ich, da hoch, weil hier geht's nicht lang. Aber ich kann da in der Kante da nicht springen. Ich kann hier nicht mehr springen. Ich kann hier auch nicht aufstehen, weil ich irgendwie an der Kante hänge. Ja, das ist nicht so toll. Weil ich da oben an dieser Holzquelle, weil das Holz, man sieht's hier, also die hintere Platte ist ein bisschen weiter zu weit nach links. Ich kann da nicht springen. Weil mein Charakter da drunter backt. Ja, das ist nicht so toll. Das ist noch verbuggt. Ja, wir müssen da oben bestimmt weiter. Verdammt, wie komme ich hier hoch? Mist. Oh nein, Mann, es ist so ein schönes Spiel und jetzt durch den Bug komme ich jetzt nicht weiter, oder was? Oder muss ich die Kiste wieder schieben? Na, sag das doch einer, Mann, verdammt. Entschuldigung, ich nehme alles zurück, lieber Entwickler. Kein Bug. Ich bin einfach zu dämlich. Ich vergesse mal die einfachsten Spielmechaniken, die du mir beibringst. Oh.
Boah, aber die Nachtsichtpassage in den letzten Folgen, ne? Boah, die war echt furchtbar, muss ich sagen. Die war schon echt gruselig. Boah, da geht's aber tief runter. Und was sind das für Katakomben? Wo sind wir denn hier jetzt, verdammt? Da war der Wurm wieder. Da ist aber der Wurm drin. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Da ist der Wurm drin. Ja, ja. Schön. Alter, ich will nicht mehr. Lass das. Oh nein, das hat runtergekrochen. Ja, was sind Sie erwartet? Würde ich sagen, Sie in einer weiteren Folge. Ich glaube, ich sollte jetzt gleich erstmal was anderes spielen. Macht's gut. Tschüss.